Ich habe ja nun auch vor wenigen Minuten erst gesprochen. Insofern werde ich Ihnen jetzt eine weitere längere Rede ersparen, sondern mich ganz bewusst sehr kurz fassen, damit die beiden Spitzenvertreter der anderen Landesverbände entsprechend mehr Zeit haben. Ich will Ihnen lediglich ganz kurz Bericht geben, sozusagen Sachstandsbericht. Wie sieht das aus in Baden-Württemberg? Wo stehen wir da? Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen verkünde, wir sind auf einem guten Weg, aber das sind wir tatsächlich. Wir haben in Baden-Württemberg 70 Wahlkreise. Alle Wahlkreise haben inzwischen ihre Kandidaten und Ersatzkandidaten natürlich gewählt. Wir müssen, das ist ein sehr mühseliges Geschäft, diese Unterstützungsunterschriften sammeln. Das kennen viele von Ihnen auch. Das zieht sich, wir sind aber in den allermeisten der Wahlkreise durch. Das läuft gut und da, wo wir noch nicht durch sind, da werden wir in Kürze durch sein. Das heißt, wir werden alle Fristen halten und werden absehbar keine Mühe haben, in allen 70 Wahlkreisen selbstverständlich anzutreten. Das ist auch ein absolutes Muss. Natürlich. Wir haben unseren Wahlkampf bereits eröffnet. Wir hatten am 24. und 25. Oktober in Horb am Neckar unseren Landesparteitag. Der war ein reiner Wahlparteitag und an dem haben wir drei Dinge getan. Wir haben alle Kandidaten, die wir haben in den Wahlkreisen, der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben, Randaspekt, mich zum Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl gewählt, respektive der Parteitag hat das getan, mit nur sehr, sehr wenigen Gegenstimmen. Das war sehr erfreulich. Und ich mache das auch mit großer Lust an der Sache und großem Engagement. Ich hoffe, dass das dann auch von Erfolg gekrönt sein wird, aber ich gehe davon aus, das ist hinzukriegen. Am wichtigsten sind nicht die Personen, am wichtigsten ist das, was wir an Inhalten transportieren. Und hier haben wir in Horb am Neckar unser Landtagswahlprogramm final beschlossen. Das war etwas, was viel, viel Zeit brauchte. Uns haben unglaublich viele Mitglieder daran mitgearbeitet. Und wir haben ein Landtagswahlprogramm, das weit über Baden-Württemberg hinaus Beachtung findet. Innerhalb unserer Partei, wie übrigens auch, das ist besonders erfreulich, über unsere Partei hinaus. Da gucken jetzt einige rein, die sagen, was haben die denn im Programm? Und das, was wir da im Programm haben, das passt nun so überhaupt nicht zu dem Bild, dass die Öffentlichkeit gerne von, oder das öffentlich gerne von uns gezeichnet wird. Das ist nämlich ein durch und durch reflektiertes, gutes, abgewogenes Programm, an dem viele Parteimitglieder hoch engagiert mitgearbeitet haben. Tolle Sache. Und damit treten wir an. Kurzum, wir sind in Baden-Württemberg auf gutem Weg und tun alles für ein exzellentes Ergebnis im März. Lassen Sie mich noch kurz sagen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass das in Baden-Württemberg vielleicht nicht ganz so einfach ist wie anderswo. Aus einer ganzen Reihe von Gründen mit einem alternativen politischen Angebot durchzudringen. Das liegt nun nicht daran, dass Baden-Württemberg gut regiert wäre, denn das ist es ganz und gar nicht. Das darf ich Ihnen versichern. Sondern es geht schlicht, oder das Problem liegt schlicht darin, dass es Baden-Württemberg tatsächlich ökonomisch noch sehr gut geht. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,7% und ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen. Und da ist es traditionell schwer, mit einem alternativen Angebot durchzudringen. Weil die Menschen nicht so recht wach sind. Also in meinen Wahlkampfreden verwende ich immer einen Spruch, den ich dafür treffend halte. Der lautet, es ging uns noch nie so gut wie heute, sagten die Gänse kurz vor Weihnachten. Ja. Ich denke, Ihnen ist klar, was gemeint ist. Also es fehlt noch ein wenig das Bewusstsein, auf welche Probleme wir eigentlich zusteuern. Und dieses Bewusstsein schärft sich aber gerade und ich merke das ganz, ganz stark in den Wahlkampfveranstaltungen. Ich bin jetzt jede Woche schon tüchtig dran, fast jeden Abend irgendwo. Es werden immer mehr Menschen, die merken, da kommt was, das geht nicht mehr so weiter wie bisher. Und dieses Märkische, wir schaffen das, entlarvt sich nun auch bis in weite Schichten des saturierten Bürgertums hinein, als etwas, dem keiner mehr Glauben schenkt. Und da ist natürlich unsere Chance, weil wir mit einem alternativen Angebot da kommen. Und das werden wir auch nutzen. Das heißt, wir werden uns in diesem Wahlkampf Schritt für Schritt sukzessive durchsetzen. Und ich bin mir, liebe Parteifreunde, sicher und ich freue mich auf den Tag schon heute,
Am 13.03.2016 um 18 Uhr wird die AfD auch im Stuttgarter Landtag angekommen sein.